Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Heute zur zweiten Folge zur sichersten Base in ARK. Leider kommt das Video etwas spät. Eine Woche zu spät. Es lag daran, dass ich mit meinem ARK ein paar Probleme hatte. Ich musste es neu installieren und ich musste meine ganzen Daten löschen und allem drum und dran. Deswegen musste ich wieder von vorne anfangen. Aber ich habe weitergebaut. Ich habe die Wände jetzt hochgezogen. 5 hoch. Und jetzt geht's darum, innen extra Protection Zone hier zwischen zu machen, weil hier vorne wieder eine Mauer zwischenkommt. Und das ist schon wieder so hell. So, fangen wir mal damit an. Falsch, da. Auf A würde ich drücken. So. Ja, sieht man, hat man verschiedene Punkte, wo der Pillar dran geht. Kacke. Deswegen, kleiner Trick. Man sucht sich den richtigen Platz hier aus. Und pack den erstmal hier hin. Dann können wir von denen aus hier rüber gehen. Genau in der Mitte dann. Das machen wir jetzt einmal rum. So, ich habe jetzt einmal hier rum die Pfeile gezogen. Jetzt müssen sie noch einmal bis nach ganz oben gezogen werden. Dann können wir auch gleich anfangen mit der Wand hier innen. Bis gleich. So, bevor ich fertig bin, wollte ich euch mal zeigen, was ich meinte mit den verschiedenen Punkten. Hier sieht man es nämlich genau. Der ist richtig übereinander, der ist falsch. Würde man jetzt hier mit den Mauern zuerst anfangen, würde es jetzt noch verschiedenere Snap Points geben, wo sich das falsch ansetzen würde. Deswegen erst die Pfeile setzen und dann die Innenwände setzen. So, um nun hier drin eine vier dicke Wand zu machen, müsst ihr hier zwei Zaunfundamente hinstellen. Einen auf diesem Fundament und eins auf diesem Fundament. Das macht ihr einmal ringsrum und dann könnt ihr schon die Mauern ziehen. Erst auf den normalen Fundament stellen und dann. Das ist schon mal falsch, das ist auf den zweiten Fundament, was unten ist. Das wäre ja richtig. So. Hinsetzen. Das erst einmal hinzubekommen ist ein bisschen schwierig, aber man sieht, es funktioniert. So, schon einmal eine vier dicke Wand, das zieht man jetzt einmal herum. Das mache ich jetzt. Und wir sehen uns wieder, wenn ich damit fertig bin. So, ich habe sie jetzt einmal herumgezogen. Und die muss jetzt genau vier hoch. Also zwei, drei und vier. So hoch muss die Wand innen. Ich mache das jetzt schnell fertig und dann sehen wir uns in einer Sekunde wieder. So, mit der inneren Mauer bin ich jetzt hier fertig. Muss man hier nur noch eine Mauer ziehen. Dafür muss Sound Foundation nach innen. Dann kommt zuerst auf der Sound Foundation eine Wand, die hochgeht. Und dann eine auf der normalen Foundation. So. Und dann halt noch eine so davor. Jetzt wird's Nacht. Schön. Kommen wir nun zu den Dino-Toren. Wir benutzen keine normale Tür, wir benutzen Dino-Tore als Tür. Und um die hier richtig hinzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine Möglichkeit, dass man hier Fence Foundation hin tut. Da snappt es sofort an.
Oder man. Mal hier. Wegreißen. Oder man nimmt sich das so vor sich, benutzt. Auf Xbox heißt es Orbit-Kamera. Und guckt so da rein. Kann hier nach links, rechts gehen, zurück. Bis man dort die erwünschte Seite hat. Sieht das jetzt gerade aus? Stückchen noch da. Das gerade nichts gebracht hat, weil ich wieder zur anderen Seite gekommen bin. So. Jetzt bleiben wir in diesem Modus und benutzen. Aber auf welchen habe ich das jetzt? Schade, ich kann nicht in dem Modus bleiben, ohne zu wissen, welche Taste ich das habe. So. Sieht man, das snappt dort an, aber wenn man zurückgeht, setzt sich das gleich da hinter. Von so auf so nur ein Stückchen zurückgehen. Bauen wir das da hin. Schon hat man hier die Dino-Tore drin. Jetzt können wir hier auch noch die. Schon wieder falsch gedrückt. Die Tore reinmachen. Natürlich mit einem PIN-Code versehen. So, wir haben jetzt hier die Dino-Tore fertig und können nun den Aufstieg nach oben bauen. Dafür versetze ich mich wieder mal in den Fly-Modus. Ihr könnt dazu halten, Vogel oder sonstiges benutzen, um euch dort oben zu halten. Für mich ist das jetzt schneller, wenn ich den Fly-Modus benutze. So, jetzt brauchen wir erstmal Metall-Falltüren. Das brauche ich. Pfeiler brauche ich im Moment nicht. Setzen an der Fence Foundation ein und dann an der normalen Foundation eine, sodass zwei übereinander sind. Und wir setzen hier unten noch eine. Die brauchen wir auch gleich, so. Ich sage euch gleich auch warum. Jetzt brauche ich erstmal mit der Falltür. Setzen wir das da mal rein. Setzen wir hier die Metalltüren mal rein. So wie es aussieht, habe ich vergessen, mir Leitern zu holen. Das heißt, ich stehe immer von den Leitern nicht, aber dafür gibt es hier. So, Strukturen. Holz. Ja, wir benutzen Holzleitern, da diese durch Explosionen kaputt gehen. So, wo habe ich jetzt hier die Leitern? Da. Ich setze hier die Leitern mal an. Eine da. Und eine hier unten. Eigentlich noch eine, aber ich habe im Moment nicht genug Stroh. Das kann ich nicht. So. Und nun, warum man da oben zwei Türen hat. Wenn man jetzt hier eine öffnet, kann man die nächste nicht öffnen. Dafür müsst ihr ganz nach oben springen und euch eigentlich umdrehen, aber ich bin nicht so der Beste da drin. Ich bekomme es gerade irgendwie nicht hin. Damit das Video nicht in der Länge gezogen wird, versetze ich mich kurz in den Fly-Modus.
Wenn die jetzt zu ist, können wir hier stehen, die erste öffnen und die zweite öffnen, schließen. Die öffnen. Ist ein bisschen schwierig, aber man benutzt ja sowieso Keypads dafür, deswegen PIN-Code festlegen. Ganz einfach. PIN ist auch. Ganz einfach. So, jetzt hier oben drauf kommt eine Decke, eine zwei Decke. Doppelte Decke, erst auf die Zaun Foundation, dann auf der normalen Foundation aufbauen. Das mache ich jetzt einmal rum. Wenn ich damit fertig bin, dann müssen wir oben wieder Zaunfundamente ranziehen. Das sollte ich ein bisschen verkehren. Nun wie immer hier wieder das ran machen, am besten wieder Stroh benutzen und kein Metall. Ich mache das jetzt nur mit meinen Metallstrukturen, weil das gerade schneller geht. Dann können wir hier wieder eine Mauer draufsetzen. Somit haben wir hier drüber auch wieder genügend Schutz. Natürlich müssen die Pfeile auch wieder ran. Und jetzt zwei Stück hier oben. So, jetzt sind die Höhe, weil die falsch dran sind. Oh mein, meine Stimme verabschiedet sich schon wieder. Entschuldigung. So. Das hier vorne kann jetzt wieder weggerissen werden. Ich sage nochmal, kein Metall dafür benutzen. Jetzt können wir hier vorne noch den Schacht am besten ausbauen. Ja, meine Stimme verabschiedet sich gerade richtig. So, jetzt ziehen wir nochmal hier eine Mauer rum. Entschuldigung für den komischen Schnitt auf einmal, aber mein Mikrofon hatte gerade einen Aussitz. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eine Mauer rum. Die könnt ihr auch wieder so bauen, wie ihr die wollt. Auch wieder doppelt zu der dreifach oder was weiß ich. Ich baue das jetzt einfach aus zwei. Ne, aus ein. Das labe ich hier von Quatsch. So. Jetzt brauchen wir einen Metalltürrahmen und eine Metalltür. Die bauen wir jetzt hier so ran. Da sehe ich, ich habe ein bisschen falsch gebaut, aber egal. Bis hier oben drinnen nochmal eine Mauer gezogen wird. Denn das sieht man jetzt auch wieder einmal ringsrum. Das mache ich dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen. Auch mit den ganzen Versprechen von mir. Ich bin jetzt bei der Ruhedatei der Aufnahme bei 50 Minuten. Das wird wieder schön zum Schneiden sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar war auch nicht schlecht und bis zum nächsten Video. Tschüss!